Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, meine Damen und Herren. Wer nicht weiß, worum es hier geht, dann mal hier oben rechts oder in der Beschreibung gucken zu Teil 1. Und zwar muss ich hier noch was hinzufügen. Und zwar geht es bei der Schaltung hier ja darum, so einen Bosch-Akku zu entladen. Und im letzten Video habe ich euch gezeigt, dass das alles funktioniert. Ja, genau wo ich dann im Video gedrückt habe, abschalten, hat es alles abgeschalten. Und ich dachte, oh nein, ist alles abgeraucht. Ist aber nicht der Fall. Und zwar gibt es hier ein Riesenproblem. Dieser blöde Akku lässt sich zwar mit 5 Volt laden, mit USB hier, aber nicht entladen. Ja, dann habe ich jetzt ein bisschen geguckt. Kumpel hat mir noch geholfen, der Döner, dann Maiko und Flose, vielen lieben Dank dafür. Und zwar, ich muss den hier ein CAN-Bus-Signal, lange Rede, kurzer Sinn, wenn euch das interessiert, da gibt es ein paar Videos, wie man das macht. Auf jeden Fall muss ich jetzt das 5-Volt-Signal mit dem CAN-Bus hier ersetzen. Ne? Ja, Robert hat mir bei der Programmierung geholfen und der Software den ganzen Mistdöner hat mir das besorgt und Maiko hat sich überlegt, wie man hier die Kabel anklemmt und alles hat mir das rausgesucht. Vielen lieben Dank, Jungs. Auf jeden Fall ist jetzt der Plan, dass das Uno muss jetzt irgendwie hier mit rein. Die 5 Volt Spannungsversorgung müssen ab und die müssen hier ran, dass das Uno mit Strom versorgt wird. Dann schaltet das Ding hier den Akku frei, aber jetzt gibt es das nächste Problem. Damit es den Akku freischaltet, braucht man nicht 3 Kontakte, sondern 5. Das Ding hat 5 Kontakte. Steht ihr hier dran? Warte mal, wir machen das so. Seht ihr das? Das kann ich euch immer zeigen. Minus, plus, das ist jetzt die Akkuspannung. Dann der hier unten ist 5 Volt. Und hier ist CAN-Bus High und Low. Ich weiß jetzt nicht, wie rum. Ich habe mir das aufgemalt. Ja, das Problem ist aber, ich habe ja mir den, der Atze hat mir ja den Stecker besorgt. Der hat nur 3 Pole. Scheiße, jetzt muss ich den Stecker umfummeln, das da reinfummeln, alles umfummeln. Naja, ich habe jetzt Atze schon angehauen, ob der mir vielleicht so einen Stecker bzw. das Gegenstück versorgen kann, wo ich dann die 5 Pole habe. Mal gucken. Wenn nicht, muss ich mir jetzt den Stecker hier irgendwie selber zusammentüdeln, ne? Mit ein paar Klemmen oder so. Mal gucken. Ich mache das jetzt so. Ich tüdle jetzt mal das Arduino rein, das heißt mal verlöten, verkabeln und dann gucken wir erstmal, ob das erstmal wieder funktioniert. Es ist vollbracht. Ich habe alles umgebaut. Ich habe hier noch mal einen neuen Stecker gemacht. Da werde ich mir aber eventuell noch einen anderen holen. Ich habe es jetzt mit Eisen gemacht. Ein bisschen stärker, dass ich hier auch mit Messing, dass ich hier auch ein paar Ampere drüber jödeln kann und es funktioniert ganz gut. Ups, da geht ein bisschen schwer rein, also gerade so, warte mal, so, ich kann den Akku jetzt hier, ihr seht, hin und her bewegen, das hält und der Krempel funktioniert jetzt auch. Wenn ich jetzt hier das USB einstecke, also das wird halt mit USB 5 Volt versorgt, damit der CAN-Bus und der ganze Krempel hier aktiviert wird, machen wir mal an. Na, Vorführeffekt. Manchmal geht es nicht, manchmal ist der Anschaltstrom zu hoch. Da warte ich bis das Display, bis es ausgeht, nochmal an. Dann sollte es eigentlich nicht gehen, genau. Jetzt sind die Kontis geladen. Und es läuft, Lüfter läuft. Wir haben hier das Labornetz, die Ausgangsspannung. Hier ist Eingangsspannung 41 Volt. Und wir haben 10 Volt Ausgangsspannung und ich kann jetzt hier an dem Putty die Ausgangsspannung auch regeln. Ne? Step down drin halt von 40 bis, keine Ahnung, 2 Volt oder so. Mit Wattstunden messen und ja, funktioniert alles. Supi, ich müsste hier ein Kabel noch mehr ranmachen, weil das ist ja bloß ein dreipolischer Stecker. Und wie gesagt, ich brauche ja Low. Oh ne, wie hieß, ich habe mir das aufgeschrieben, CAN Low und CAN High. Ne, hier ist mein Plan. Ja gut, hat geklappt, funktioniert alles. Ich kann jetzt den ersten Entladetest mit dem Akku machen und ja, musste ich jetzt noch anhängen.